Ja, heute an diesem besonderen Tag ist natürlich alles unterwegs. Temperaturen so knapp um die 30 Grad. Ja, und hier schöne enge Gassen, schattig vor allen Dingen. Man sehnt sich jetzt nicht unbedingt nach der Sonne. Plaza del Salvador, da sind wir jetzt. Eine Sehenswürdigkeit jagt hier die andere. Ja, ich würde sagen, wir gehen ganz einfach mal geradeaus. Das Video machen. So, und der Ausklang des heutigen Abends, des Tages, die Lightshow hier an der Seta. Mit einem kleinen Rundblick über den Dächern von Sevilla. Und hier kommen die verschiedenen Musiktöne auch farblich zur Geltung. Und hier hat man auch die Möglichkeit, mit dem Licht zu spielen. Ja, auf dieser Terrasse hier, da hat man doch den besten Überblick. Sie? Tres sitios. Muy bien, gracias. So, also drei Berühmtheiten haben wir. Ja, normalerweise ist diese Terrasse nur zum Essen. Man sollte sich vorher anmelden. Wir sind jetzt hier einfach hingegangen, haben das Schild gesehen und haben gesagt, das schauen wir uns mal an. Wir dürfen jetzt auch hier schon mal einen Kaffee trinken, weil zum Essen für uns noch ein bisschen früh. Und ja, schöner kann man hier eigentlich nicht sitzen und essen oder trinken. Und alle hier nett, höflich, freundlich, also der Kellner gerade hilfsbereit. Ja, obwohl wir jetzt nicht die Essenskunden sind, aber das ist uns schon oft hier so passiert. Und ich zeige euch dann auch noch mal unten, wo wir sind. So, Plaza de España. Live-Musik.
Ja, wenn das kein schöner Platz ist, dann weiß ich nicht, wo es einen gibt. So, und hier sind die Kanaren verewigt. Schaut euch das an. Viva Canarias! Ja, hier die ganzen Inseln abgebildet. Islas Canarias. Schön, dass die Kanaren hier auch vertreten sind. Ja, Maspalomas fehlt auf der Karte. Las Palmas, Teide, Telde, Ingenio, Mogán. Aber es passt schon. Das sind die andalusischen Städte, die jetzt hier anrufen. Ja. So, hier ist Musik, hier ist Tanz, Folklore, hier ist Flamenco, hier ist was los. Schaut euch das an, das ist doch richtig schön hier. So, wann sieht man schon mal einen Beluga im Original? Am Flughafen, hier in Sevilla. Da hinten, über dem Flieger, über dem Weißen hier, der hier vorne steht, da beim Cockpit, da wo das Airbus-Schild im Hintergrund ist, da steht der Beluga, den haben wir vorhin landen sehen.